Hi, Lernen im digitalen Raum will natürlich gut organisiert sein. Und dazu gibt es an Bildungseinrichtungen in der Regel ein sogenanntes Learning Management System. Im Grunde genau das, worin ihr jetzt euch hier gerade während eures Studiums aufhaltet. An den Hochschulen gibt es diese Systeme schon sehr lange. An den Schulen sind sie spätestens seit der Corona-Pandemie in der Regel auch relativ weit verbreitet. Der Vorteil von solchen Systemen ist, dass ich natürlich einerseits Material sehr einfach an Lernende verteilen kann, dass ich eine Kommunikation in einem geschützten Raum ermöglichen kann und dass ich auch interaktive Aufgaben mit automatischer Kontrolle oder sowas wie einer Lernfortschrittsanzeige dort unterbringen kann. Aber gerade diese automatisch ausgewerteten Tests, die auf relativ simplen Eingaben in einem solchen System basieren, die muss man vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, denn da fallen wir schnell zurück in Muster des Behaviorismus, also einer Lerntheorie, die eigentlich heutzutage beinahe als überholt angesehen wird in vielen Bereichen. Über solche Systeme ist das natürlich leicht, das wieder einzusetzen. Ja, und da muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern bringen uns denn dann diese digitalen Medien tatsächlich den vielgelobten Fortschritt? Wenn wir dann auf einmal auf Handlungsmuster zurückgreifen, die eigentlich schon out of date sind, wenn man so möchte. Außerdem ist es natürlich so, dass ein Learning Management System gleichzeitig auch schon irgendwie eine Hilfestellung geben kann, wenn denn das Lernverhalten von Schülerinnen, Schülern, Studierenden dort automatisiert ausgewertet werden kann. Denn zum Beispiel wäre es ja denkbar, dass ein solches System auf Basis meiner Handlungen in dem System erkennt, womit ich Schwierigkeiten habe oder welche Inhalte ich schon ganz gut beherrsche. Ja, also im Sinne von Kunden kauften auch auf einschlägigen Online-Plattformen, könnten mir dann das System, könnte mir vorschlagen, Lernende lernten auch Doppelpunkt. Ja, und dann bekomme ich neue Inhalte vorgeschlagen, die vielleicht zu dem passen, was ich mir gerade aneigne. Auf der anderen Seite kann man natürlich genau diese Analysen und Analysedaten innerhalb von solchen Systemen auch dazu benutzen, erwünschtes und nicht erwünschtes Verhalten voneinander zu unterscheiden und dann entsprechend auch zu belohnen oder eben auch zu bestrafen. Ja, also das heißt, ich kann über solche Systeme Lernende überwachen. Im positiven, aber eben auch im negativen Sinne. Und gerade wenn wir darüber sprechen, dass dort Aufgaben geteilt werden, die alle Lernenden gleichermaßen beantworten oder bearbeiten, dann kann natürlich über ein solches System auch die Individualisierung von Bildungsprozessen vollkommen abhanden kommen. Ja, und deshalb finde ich, muss man natürlich diese Algorithmisierung von Bildung durch solche Learning Management Systeme mit automatisierten Auswertungsfunktionen sehr kritisch betrachten. Ich möchte aber gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch Vorteile gibt von solchen Systemen. Und genau das werden wir in der nächsten Sitzung nochmal im Detail besprechen. Und hier sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.